Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Goodiebox eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box aus Dänemark verbirgt, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, die Goodiebox kommt monatlich, kostet 19,95 pro Box, hat einen Inhaltswert von mindestens 65 Euro. Und mit dem Code, den ich dir hier mal einblende, bekommst du das Goodie für die Neukunden-Abonnenten-Aktion ja, gratis mit dazu. Ich hoffe, dass es hier auch mit drin ist, dass ich dir das zeigen kann. Die hat ein tolles Design, ne? Genau, das ist ein Schubladendesign. Ich sammle die. Das ist jetzt meine dritte Goodiebox, die ich in der Kooperation zugeschickt bekomme. Die stelle ich quasi hier. Ja, oben über meine, hier unten drunter habe ich nochmal diese Boxen, die sind hier auch nochmal in diesem Fach drin. Aber hier ist ein bisschen Luft, da passt halt genau so eine Goodiebox rein und dann kann ich da quasi Sachen reinmachen. Und hier versteckt sich dann zum Beispiel so eine Schubladenbox. Ne? Das ist total praktisch. Wenn es mehr werden, habe ich vielleicht auch noch die Möglichkeit, hier an der Seite die zu deponieren und mir dann so einen richtigen Schubladenturm damit zu bauen. Denn die sind echt klasse, die sind halt richtig beständig, das ist dicke Pappe. Und du hast halt hier eine richtige Schublade. Das finde ich super klasse. Richtig klasse, klasse, klasse finde ich das. Genau. Ja, die Goodiebox steht für MeTime. Also sie spricht auch auf der Homepage, die spricht auf der eigenen Homepage davon, Zeit an dich zu denken. Und das ist so wahr. Man vergisst sich immer so sehr selber. Also man denkt an alle anderen. Man sagt den anderen, denk mal an dich. Gönn dir mal. Nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich. Aber man sagt das niemals zu sich selber, weil dann wirkt man egoistisch, dann wirkt das alles irgendwie ein bisschen und man tut es einfach nicht. Wir tun es einfach nicht. Wir sollten das mehr machen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was sich in der Märzbox tatsächlich verbirgt, denn Ideen hat man, was tatsächlich drinsteckt, das muss man gucken. Hier haben wir dann tatsächlich die Schublade einmal geöffnet mit den Produkten und ich ziehe sie einfach mal raus, weil dann kann ich da besser drauf zugreifen, wenn ich das jetzt hier öffne. So, das ist jetzt der erste Blick in die Box quasi. Hier haben wir das Heftchen Body Love. Okay, Körperliebe. Liebe deinen Körper. Das ist auch so wichtig, dass man einfach seinen Körper mag, wie er ist. Also finde ich unheimlich wichtig. Also ich habe natürlich auch meine Vergangenheit, mein Problemchen und so weiter. Letztendlich muss man aber sagen, nein, ich habe mich so lieb, wie ich bin. Ich habe hier zu Hause keine Waage, weil ich das nicht wissen möchte. Ein Gewicht ist nur eine Zahl. Ich weiß, dass ich so ungefähr 70 Kilo wiege, 65, 70 Kilo, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest. Ich stand seit Jahren nicht mehr auf einer Waage und das finde ich auch ganz gut so. Hier haben wir auch nochmal so einen Blick in die Box mit einem Brief an einen selbst. Den schauen wir uns gleich mal an. Und das hier ist das Produkt, was du gratis mit dazu bekommst, wenn du den Code verwendest, Claudia 2 müsste das sein, den ich dir eben eingeblendet habe. Und hier ist halt, ne, das machen wir gleich. Hier ist, ne, das machen wir gleich, genau. Und zwar ist das ein Foaming Peeling Puff, Puff von Starskin. Ein, also so ein Puffelding, das sieht man hier auch, ne? Und damit kann man sein Gesicht peelen. Du nimmst dir das Produkt, machst, also du machst dein Gesicht sauber, dann trocknest du das ab. Ja, dann machst du hier Wasser rein und dann nimmst du dir den Puff, der ja dann feucht ist, und gehst damit über dein Gesicht. Das ist ein schönes Peeling. 2 bis 3 Minuten. Ja, ich würde es wahrscheinlich noch ein bisschen länger machen. Und du kannst diesen Puff 3-mal benutzen. Und ich glaube, wir hatten den letztes Mal auch drin, oder? Täusche ich mich? Der kommt mir gerade bekannt vor. Aber das finde ich ziemlich cool und da freue ich mich drauf, das zu verwenden. Es wird ein bisschen aufwendiger sein, das zu verwenden, aber ich würde es tun. Ja, Dienstag ist wieder mein nächster Peeling-Tag. Da wird es verwendet. Okay, Leute, das ist jetzt ganz schön viel. Wenn ich wissen möchte, was ich gerade lese, kann halt einfach skippen. Liebe ich möchte dir danken, auch wenn das im ersten Moment vielleicht merkwürdig klingt, aber du hast dieses Dankeschön verdient. Denn wie oft tust du dir selbst schon etwas Gutes? Hand aufs Herz, nicht oft genug. Aber mit dieser Box hast du es getan und dafür danke ich dir. Nein, mir. Es erscheint einem unwichtig, fast schon unnötig, sich selbst etwas Gutes zu tun. Verstehe ich sogar richtig gut und deshalb, genau deshalb, schreibe ich diesen Brief, um zu sagen, wie stolz ich auf mich bin. Es ist so viel einfacher, anderen das Leben leichter zu machen, sich im Alltag zu verlieren und dem nächsten Häkchen auf der To-Do-Liste hinterher zu jagen. Check, 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 ohne Pause, ohne Stoppschild. Da passiert es leicht, sich selbst zu vergessen. Und Zeit für mich und die Dinge, die ich brauche, einfach immer weiter nach hinten zu schieben. Kann ich ja noch morgen machen. Oder übermorgen.
Ach, nicht so wichtig. Dann nächstes Wochenende. Nächstes Jahr. Komm schon, das kann doch nicht richtig sein. Dich nicht um dich selbst zu kümmern. Wie sollst du die Extrameile schaffen, ohne zwischendurch zum Auftanken zu halten? Vielleicht begreifst du jetzt, warum ich dir schreibe. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das hier für mich tust. Mir hilfst, mir Zeit für mich selbst zu nehmen und meine Akkus aufzuladen, damit ich wieder ich selbst sein kann. Das erinnert mich so sehr an die Anweisung, die man im Flugzeug bekommt. Setzen Sie erst die eigene Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Da steckt so viel Wahrheit drin. Deshalb danke ich dir, mir selbst, dafür, dass du es verstehst, dass du mich verstehst und begreifst, welche Kraft darin liegt, mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Alles Liebe, ich. Finde ich echt schön geschrieben, muss ich sagen. Und das ist einfach wahr. Also ich meine natürlich, ja, es ist alles so dieses Sanfte drumherum, was uns ja auch in dem Sinne dazu animiert, diese Box dann auch zu holen, weil wir dann auch hoffen, okay, ja klar, wir tun uns damit was Gutes, ne? Und ich sehe das aber auch so. Und deswegen mache ich ja auch die Unboxings hier auf meinem Kanal, weil ich eben finde, dass diese Boxen auch gut sind und dass die auch tatsächlich etwas Positives für uns selber bringen. Und ich kriege auch ziemlich viele Nachrichten, wo mir Mädels schreiben, auch ältere Mädels, die teilweise fast so alt sind wie meine Mom, dass sie sich jetzt endlich auch mal eine Box geholt haben und keine Ahnung, dass sie sich einfach damit was Gutes tun und sich damit wohlfühlen. Ich meine, das ist letztendlich, ne, jeder entscheidet das für sich selber und tobt euch aus, keine Ahnung. Aber wichtig ist einfach, tut euch was Gutes, in welcher Art auch immer. Ne? Ja. Meine Me-Time und meine, keine Ahnung, Egoismus-Time in gewisser Art und Weise ist hier. Mein YouTube-Zimmer, mein YouTube, mein Dasein bei YouTube überhaupt. Das ist, so habe ich zu YouTube gefunden, einfach weil ich mich selber so ein bisschen auch wieder fokussieren musste. Weil ich selber, für mich selber, einfach etwas brauchte, wo ich mich wohlfühle, wo ich einfach machen kann, worauf ich Bock habe. In begrenzter Art und Weise. Aber trotzdem, ne? Deswegen finde ich diese Box auch ziemlich geil von dem Ganzen, was dahinter steckt. So. Ich laber schon wieder so viel. Meine Güte. Ne? Hier sind die ganzen Produkte abgebildet mit Informationen. Und das Thema der Box ist Body Love, genau. Seine Sommersprossen verstecken, sich selbst zu groß und seine Brüste zu klein finden und zu glauben, dass sich alles verändern würde. Man happy wäre und das Leben perfekt, wenn man doch nur so volles, langes Haar wie die beste Freundin hätte. Denn wir alle wollen glücklich sein, aber weil das Glück bekanntlich nicht vom Himmel fällt, müssen wir selbst unseren Teil dazu beitragen. Deshalb wollen wir dich darin bestärken, einfach du selbst zu sein und zu tun, was sich für dich gut anfühlt. Denn wenn du dich wohlfühlst, strahlst du das auch aus und spürst vielleicht, wie toll sich dein Haar anfühlt, obwohl du gar nichts Besonderes damit gemacht hast. Wenn du dir mit dieser Box deine Me-Time nimmst, versuch doch mal, dich selbst ein bisschen mehr wie eine Freundin zu behandeln, deinem Körper für all die großartigen Dinge zu danken, die er jeden Tag vollbringt und zu realisieren, dass sich deine Sommersprossen, deine Locken und selbst die kleine Narbe auf der Stirn zu dir machen. Head-to-toe-Happiness und ganz viel Liebe, Marita, Federico, Dominik, Chrissy, Freya, Theresa, Caro und Vivi von Team Goodiebox. Ihr seid irgendwie mehr geworden, Leute. Gefühlt seid ihr irgendwie mehr geworden. Ich kann das nur unterschreiben, vollkommen, ne? Scheiß auf die Waage, weg damit. Okay, ja, ne? Das ist die Box tatsächlich oder die Goodie-Schublade. Hm? Seidenpapier mit dem Klebi. Merkst du was? Ich bin jetzt schon am Strahlen, weil ich gerade nur diese Sachen gelesen habe und es geil finde. So, und ich weiß nicht mehr, was drin ist. Das ist herrlich. Okay, ja, hier haben wir den ersten Blick in die Box und jetzt stelle ich euch mal die Produkte vor. Aufregend, aufregend. Als erstes haben wir hier drin von Beaver oder Bea Fair, keine Ahnung, Cherry Blossom Conditioner. Leute, es ist Cherry Blossom, es ist Kirschblüte, es ist großartig und das ist das, was hier auch schon duftmäßig aus der Box in meine Nase gesprungen ist. Ich habe eben vergessen, an der Box zu riechen, weil mir der Duft schon direkt rausgesprungen ist. Das riecht so gut, da habe ich Bock drauf. Balance, Soften and Weightless. Voll meins. Miracle Beauty Power. Voll gut. Lightly Quench Strands. With the help of this alluring blend with cherry blossom extract. It helps to restore elasticity. Kann ich nicht aussprechen. Elastizität. Strength, Shine and Balance. Okay, ja, und es ist relativ pH-hautneutral. Weil es 4,5 bis 5,5 hat. Und 5,5 ist der pH-Wert deiner Haut.
Ja, und das machst du dir einfach drauf. Es ist ein Conditioner, was willst du da groß zu sagen? Er riecht wundervoll nach Kirschblüte. Und er wird sehr zeitnah verwendet. Boah, riecht der gut. Den mag ich gerne leiden. Doch, das ist ein cooles Produkt. Geil. 40 Milliliter ist ein bisschen wenig, weil ich habe Haare bis zum Po. Da brauchst du ein bisschen mehr Conditioner. Weil man sagt ja immer in die Längen. Und meine Längen beginnen ja ab hier und enden unten. Also, ne, weißt du Bescheid. Okay, das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist von Face Zero. Sagt mir gar nichts. Queen Metal Foil Eyeshadow. Okay, das ist ein Monolidschatten mit 2 Gramm. Ich bin kein Fan von Monolidschatten, aber ich gucke es mir gerne mal an. Es ist so, dass ich mir in letzter Zeit so, wenn ich zur Arbeit gehe, auch mal öfters einen Monolidschatten einfach drauf gemacht habe. Einfach mal so, ne? Ja, einfach, weil ich da Bock drauf hatte. Genau, das ist einfach so ein ganz klassischer Ton. Queen ist dann scheinbar hier der Ton. Metal Foil finde ich sehr interessant. Ja, sieht sehr schön aus. Oh, ich will ihn swatchen. Ja. Oh, der ist, da ist Öl oder sowas drin. Das ist immer so blöd, wenn man so Geräusche von sich gibt und einfach ihr überhaupt nicht seht, was ich mache. Ich habe gerade in das Pöttchen gefasst und habe es am Finger. Schiete, ist das krass. Wow. Ja, der ist schön, der Ton. Wenn der jetzt nicht in die Fältchen rutscht, dann feiere ich eine Party und trage den jeden Tag. Das sage ich euch. Weil, oh, ist der schön. Oh, das ist echt Metall, ne? Das finde ich voll schön. Das kann ich mir super gut vorstellen, das den ganzen Tag zu tragen. Ja, absolut. Voll geil. Das, ja, ist ein schönes Produkt. Ne? Bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer. Ne? Ich mag dieses Lied. Genau. Hier ist irgendwas Interessantes drin. Das ist in so einem, weiß ich nicht, von Nire. Von Nire habe ich doch letztens hier einen Pinsel. Weiß ich nicht. Hatte mir doch Marion geschickt. Wo war der denn? Hier. Genau, ich glaube, der war damals auch in meiner Goodiebox mit drin, ne? Der Pinsel. Ja, und den hatte mir Marion letztens mal geschickt. Habe ich jetzt gewaschen und ist jetzt hier bei meinen Pinseln in meinem Flauschi rechts neben mir. Wenn ich Liebe brauche, ich muss nur einmal kurz flauschen. Egal, ich komme wieder aufs Thema zurück. Ich glaube, dieses Video wird länger als sonst. Egal. Vegan-friendly, hypoallergenic, not tested on animals und recyclable. Okay. Ohne Tierversuche. The more you know, the more you glow. The Nire Face Prep Tool is the ideal cleansing partner. Oh. Gently exfoliating the face. It removes impurities, creating the perfect base for face masks and makeup. Also das kannst du vor Gesichtsmasken und vor Make-up verwenden. Ich mach das mal raus. Da. Das scheint dann ein Cleaning Pad fürs Gesicht zu sein. Aber witzig. Guck mal. Das ist so ein Cleaning Pad fürs Gesicht. Und von der Oberfläche her so ein bisschen wie mein Foreo Mini Luna Play, was ich aktuell unter der Dusche noch habe. Und hier hinten kannst du halt richtig so deine Finger zum einen reinstecken und zum anderen hast du hier so ein Ding. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schlitten, oder? Halten Sie sich fest, die Reise geht los. Wir reiben übers Gesicht und entfernen Make-up. Wir bereiten das Gesicht vor, damit sie nun eine Maske auftragen können und danach ein wundervolles Make-up benutzen. Ja, okay. Ist schon ganz witzig, ne? Ich werde es mal austesten und dann im Aufgebrauch-Video darüber berichten. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Teil, was ich dann in meine Aufgebrauchkiste reinlege. Irgendwas muss da ja rein. Und ja, kann ich dann mal demnächst drüber berichten. Ja, weil so eine Folie schmeiße ich da nicht rein, da weiß ich überhaupt nicht, was da drin war. Oh, von Model Co. haben wir hier ein Lippenprodukt und zwar in der Farbe Rhubarb. Mit Rhabarber. Rhabarber ist ja Rhubarb, ne? Das ist dieses hier. Hat so einen Mauve-Ton. Finde ich ganz interessant. Model Co. ist eine recht hochpreisige Marke. Da habe ich, die haben doch auch eine Kooperation mit Karl Lagerfeld gehabt. Diese Karl Lagerfeld und Model Co. Geschichte, wo dann auch Influencer Boxen gemacht haben, die man bei Douglas kaufen konnte. Irgendwie so war das. Die Verpackung ist, sieht aus wie ein OB und, also, nein, so ein OB ist ein bisschen heftig. Aber halt, ne, nicht so geil. Ja, recht billig sogar. Und jo, das ist das Lippenprodukt. Oh, der riecht aber angenehm nach Rhabarber. Ich will den auf meine Lippen machen. Der Moment, wenn ich Kosmetiktücher benutze. Sehr unschön den Lipgloss entfernen. Der scheint matt zu sein. Aber wir gucken mal. Ich mag ja nicht so gerne matte Lippenprodukte eigentlich.
Also das mit dem Move nehme ich mal zurück, ne? Das ist richtig schön Rhabarber. Ui, der gefällt mir. Der sieht schon cool aus. Das ist eine tolle Farbe. Den mag ich gerne. Und das ist kein Matter. Das hat so einen leichten. Du spürst den überhaupt nicht auf den Lippen. Das fühlt sich an wie ein Lippenpflegestift. So ein bisschen pflegend auch. Also ich mag den gerade richtig, richtig gerne. Toll. Also deutlich auf den Lippen. Deutlich besser, als er es im Verpackungsgedönsen, im Packaging vermuten lässt. Definitiv, definitiv bleibt der auch schön. Ich mag den. Und der riecht auch angenehm. So fruchtig, passt gerade auch voll zu meinen Fingernägeln. Das war jetzt echt sowas von Zufall. Schön. Oh, Käse. Dann haben wir jetzt noch ein Lippenprodukt hier drin von Comme de. Ist das Comme de? Wie heißt denn die Firma? Comme de, genau. Wie zwei. Comme de. Das heißt, das ist Französisch, ne? Ein Lippenoil, Nourish and Protect. Lippenöle verwende ich in letzter Zeit immer mehr. Und hier haben wir jetzt eins. Na toll, jetzt habe ich mir gerade meinen Lippenstift aufgegeben. Leute, das war falsch. Das war richtig falsch. Egal. Das bleibt nicht zu. Ich will dran riechen. So schaut es übrigens in der Verpackung aus. Sieht relativ, ne, das fühlt sich sehr leicht an. Also das ist auch kein Glas, das ist Plastik. Es kommt hier mit so einem Schwämmchen-Applikator daher. Finde ich ganz süß, ne? Ja, das riecht nach nichts. Nach gar nichts riecht das. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nach irgendwas riecht. Das ist auch durchsichtig. Ist nicht so rosa, wie das hier in der Verpackung aussieht, ne? Also das ist einfach wie so ein, ja, wie eine Lippenpflege halt einfach. Finde ich aber schön, weil ich mag Lippenöle deutlich lieber als Lippenpflegestifte. Keine Ahnung, weil das halt auch noch so einen glossy Schein mitgibt, aber dann irgendwie einzieht und alles schön macht. Deswegen finde ich klasse, das feiere ich total, weil ich das einfach benutzen werde und weil ich das praktisch finde, weil ich das gut finde. Lip Love is a Velvety Ultra Rich Lip Oil Composed of Nourishing. Ich lese es auf Deutsch in diesem Heftchen durch. Kannst du auch nicht lesen hier, guck mal. Da hast du hier diese hell altrosa Schrift auf Weiß. Boy, da gehen mir doch alles hier, du. Ne, vergiss es. Comme de Lip Love. Sag Hi zur Liebe deiner Lippen. Lip Love ist vollgepackt mit natürlichen Ölen aus Kaktusfeige und Co. Ah, das finde ich cool. Das finde ich cool. Pflegenden Squalenen, keine Ahnung, Vitamin C, E und F, die deine Lippen pflegen und sie gleichzeitig glossy glänzen lassen. Das Lippenöl kann solo oder über deinem Lieblingslippenstift aufgetragen werden. Mua. Okay, dann mache ich das über meinem Lippenstift. Oder Lippenpflegestift? Was hatte ich? Lieblingslippenstift. Lippenstift. Da geht man natürlich dann die Gefahr ein, dass das ganze Ding sich auch noch verfärbt. Aber wenn man das nicht zusammen verwenden dürfen würde, hätten die das garantiert nicht zusammen in die Box gepackt. Ich mache das vorsichtig. Ist echt schön. Das macht wie so ein. Oh, guck mal. Wie so ein Glow, Gloss, Glamour, Gluffel, Puffel nochmal mit drüber. Das finde ich schön. Okay, ein Produkt haben wir hier noch in der Box mit drin und dann sind wir durch. Du hast ja auch immer so sechs Produkte übrigens in der Box mit drin, ne? Mit einem Wert von mindestens 65 €. Das habe ich bestimmt eben schon gesagt, keine Ahnung. Camameo Hero Age Defense pH Solution 02. Was bist du? For Face, Body, Scalp, Pure Natural Aktiv. Hä? Was ist das? Das ist vegan und parfümfrei und das ist einfach eine große, hä? Flasche? Fördert die Hautgesundheit durch schonende Stabilisierung des pH-Werts der Haut nach Kontakt mit Wasser oder Seife. Auf Gesicht, Dekolleté, Hände, Kopfhaut oder andere Hautpartien auftragen, die Sie schützen und regenerieren möchten. Unmittelbar nach dem Kontakt mit Wasser anwenden. Also nach dem Duschen, einfach so ein Bodytoner ist es dann quasi, ne? Kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Ich habe das tatsächlich, das ist ein Problem von mir. Ich weiß nicht, ne? Haben wahrscheinlich auch andere, aber jetzt nicht so viele wahrscheinlich, weiß es nicht. Ich wasche mir jeden Tag die Haare, ich gehe jeden Tag duschen, weil ich mich ansonsten auch einfach nicht wohlfühlen würde. Und habe dann aber einfach dadurch auch sehr trockene Haut, habe ich ja generell, aber dann ja noch ein bisschen verstärkter, sehr trockene Kopfhaut. Dann habe ich hier durch das ganze Trockene im Nacken und Rückenbereich dann auch gerne mal so diese Pickelchen und sowas. Und da kommt sowas eigentlich dann ganz gut. Das ist jetzt so ein Pumpvieh, das werde ich jetzt auch ab heute Abend tatsächlich mal verwenden, dass ich direkt nach dem Duschen, also im Prinzip werde ich mich dann jetzt zweimal eincremen. Einmal nach dem Duschen und einmal, ach Quatsch, einmal nach dem Duschen mit dem, genau.
und dann später nochmal mit der ganz normalen Bodylotion. Ich weiß nicht, ob mir das zu lästig wird, das muss ich mal gucken. Was ich hierbei sehr interessant finde, ist, dass hier steht, dass du das auch auf die Kopfhaut aufgeben kannst. Ich werde das, weil heute Samstag ist, wo ich drehe, mir tatsächlich direkt auch auf die Kopfhaut aufgeben. Und dann gucke ich mir das morgen an, wie meine Kopfhaut aussieht, sprich, wie auch meine Haare aussehen. Ich bin gespannt, ich werde es austesten. Ist cool. Camameo habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ich weiß aber nicht wo. Ich glaube, ich hatte mal wir hatten noch mal so einen Beauty-Schwamm von denen irgendwo in einem Adventskalender mit drin, oder? Ich glaube, so ein Cognac-Sponge, genau. Ja, das finde ich cool. Das wird jetzt auf jeden Fall ab heute Abend verwendet. Machen wir so. Gut, ordentlich viele Produkte, würde ich mal so sagen. Ich fand die Box super spannend, super interessant und ich finde, dass diese Me-Time auch so auf mich übergesprungen ist. Nicht nur durch die Briefe, die da geschrieben wurden, sondern auch durch die Produkte. Das finde ich geil. Ich finde diese Lippenfarbe ultra geil, weil sie irgendwie, sie ist intensiv, aber trotzdem irgendwie zurückhaltend, aber so geil. Und dann mit diesem Lippenöl gepimpt ist das irgendwie alles aufregend. Dann machst du dir diesen ultra fetten Glanz auf die Augen und rastest einfach vollkommen aus in deinem Leben. Ich stehe drauf und hast dann einfach hier eine Spülung mit Cherry Blossom. Ich liebe Kirschblüte. Ja, egal. Geile Box. Vielen, vielen Dank an das liebe Goodiebox-Team, dass ihr mir diese Möglichkeit gebt, dass ich diese Box auspacken darf, dass ich die Box zeigen darf und den Gutscheincode weitergeben darf. Hilfe. Hilfe. Ja, genau. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat auf jeden Fall die Box sehr gut gefallen. Sie hat meine Stimmung sehr positiv aufgehellt. Mir geht's gut gerade. Doch, das waren 25 Minuten, jetzt gleich 26 Minuten, die ich gedreht habe, die mir einfach Freude bereitet haben. Und ich schneide euch das aber ein bisschen zurecht. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!